Ich bin seit August 2000 Delfinpate bei der WDCS. Ja, die Geschichte begann damit, dass ich im Jahr 2000 einen Filmbericht gesehen habe über die Delfintreibjagden bei Fudo, Japan. Und die Bilder, die ich da gesehen habe, waren so wahnsinnig grausam. Man konnte also sehen, wie Delfine in Buchten getrieben wurden, mit Haken herausgezogen wurden, noch lebend hinter einem Lastwagen zum Schlachthaus gefahren und dort geschlachtet wurden, dass ich mich da erstmals sehr für dieses Thema zu interessieren begann und dann weitere Recherchen vorgenommen habe und dabei allgemein auf diese große Problematik der Walbedrohung und des Walschutzes gestoßen bin. Ich wusste dann die erste Zeit überhaupt gar nicht, wie man dazu beitragen kann, Wale und Delfine sinnvoll zu schützen. Kam dann irgendwie in Verbindung mit einem Hannoveraner Veterinärmediziner, das war Jan Hermann. Und Jan Hermann gab mir dann zum ersten Mal wirklich gute Tipps. Das heißt, er hat mir gute NGOs genannt und darunter war eben auch die WDCS. Ich hab mich dann etwas erkundigt über diese Wal-Delfinschutzgesellschaft und fand dann eben auch die entsprechende Website, in der vorgeschlagen wurde, Delfinpartnerschaften zu übernehmen. Und das habe ich dann eben getan. Ich weiß leider reichlich wenig über meinen Patendelfin Mo. Ich habe mich damals für Mo entschieden, weil er als Außenseiter beschrieben wurde, das weiß ich noch. Und das macht mir ihn irgendwie sympathisch. Er lebt oder lebte in Moray Firth, in dem Gebiet Moray Firth. Und tja, zuletzt habe ich etwas über ihn gelesen in den WDCS-Nachrichten von, glaube 2007 war das. Da wurde wohl zum letzten Mal gesichtet. Mehr weiß ich leider nicht. Also all diejenigen aus meinem Bekanntenkreis, die ich damals begann, für dieses Thema zu interessieren, haben auch Delfin-Walpatenschaften übernommen, wobei wir uns heute so ein bisschen aus den Augen geraten sind. Ich weiß nicht mehr, inwiefern sich diese Patenschaften noch aufrechterhalten. Aber mein Bruder Michael Meger zum Beispiel hat sich auch für dieses Thema begeistert und ist auch heute noch Pate für das Orca-Weibchen Kira.